bevor das Video anfängt, werde ich zuerst noch zwei Fangirl-Anfälle haben, weil ich habe zwei Dinge zu verkünden. Vielleicht wisst ihr es schon, aber vielleicht wisst ihr es auch noch nicht. Die Idol-Reihe von Kristen Kelly gehört zu meinen Lieblings-New Adult-Reihen und im Juni erscheint ja der dritte Teil und es wird einen vierten Teil geben. Und im vierten Teil geht es um Rhee und Brenna und ihre Geschichte wurde in den ersten zwei Teilen schon angeteasert und ich bin so gespannt auf den vierten Teil und oh mein Gott! Es gibt noch kein offizielles Cover, also das hier ist nur das vorläufige Cover. Es wird noch ein wunderschönes Lux-Cover geben und ich freue mich so auf dieses Buch. Weil die Idol-Reihe ist wirklich so eine unglaublich tolle New Adult-Reihe. Es ist eine Rockstars-Geschichte und oh mein Gott, ich... Dann fehlt am Schluss nur noch Whip. Und ich hoffe, für Whip gibt es auch eine Geschichte und oh mein Gott, ich freue mich so, ich freue mich so. Und die zweite Neuigkeit, vielleicht hat man es eventuell schon bemerkt, aber ich bin ein Riesenfan vom Film After Passion. Ich liebe diesen Film und es gibt einen zweiten Teil. After Truth wird verfilmt und heißt After We Collided und oh mein Gott. Als ich das gesehen habe, ich bin ausgeflippt, ich bin ausgeflippt. Es wird einen zweiten Teil geben, After We Collided wird verfilmt. Und falls ihr immer up to date sein wollt, was diesen Film angeht, kann ich euch den Kanal Lovely Like Laura wirklich nur sehr empfehlen. Ich verlinke sie euch mal unten in der Infobox. Ich habe ihre Videos auch da und geguckt, bevor After Passion ins Kino gekommen ist. Sie macht immer so Update-Videos. Das heißt, wenn der Cast für den zweiten Teil veröffentlicht wurde, das heißt, die ganzen neuen Nebencharaktere, die es im zweiten Teil geben wird, oder wenn sie angefangen haben zu drehen oder einfach andere Dinge, sie wird immer so Update-Videos machen und ich freue mich einfach so auf diesen Film. Es wird sehr wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis dieser Film ins Kino kommt, aber er wird kommen. After We Collided kommt ins Kino. Oh mein Gott, ich freue mich einfach so auf diesen Film. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch gerne Michael grüßen. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Dankeschön, dass du dir meine Videos anguckst und dass du unter meinen Videos kommentierst. Ich freue mich über jeden Kommentar von dir. Und ich freue mich schon auf weitere Kommentare von dir, in denen ich mich mit dir über Bücher freuen kann. Und jetzt fängt das eigentliche Video an. In diesem Video zeige ich euch meinen Sub, das heißt meinen Stapel ungelesener Bücher. Obwohl ich diesen Ausdruck Stapel ungelesener Bücher irgendwie nicht so toll finde, weil der hat so einen bitteren Nachgeschmack. Deshalb nenne ich es lieber scheinbar unersättliche Bibliothek. Ich feile noch an diesem Namen. Ich feile noch daran. Falls ihr einen besseren Namen für die Abkürzung SUB habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Jedenfalls zeige ich euch heute all die Bücher in meinen Regalen, die ich noch nicht gelesen habe und die ich noch lesen darf. Ich habe keine Ahnung, wie hoch mein Sub ist. Ich habe den vor 5 Monaten zuletzt gezählt und es ist mir sowas von egal, wie viele Bücher auf meinem Sub sind. Ich sehe den Sub nicht als Belastung. Ich sehe den Sub eher als meine persönliche Bibliothek. Weil es wäre ja langweilig, wenn man in einer Bibliothek schon jedes Buch gelesen hat. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, ich fange mal hier oben an. Und die ersten ungelesenen Bücher hier oben sind die Raven Boys Reihe von Maggie Stiefvater. Ich habe alle 4 Bücher hier und ich habe noch alle 4 Bücher hier ungelesen. Das ist so eine mysteriöse Fantasy-Geschichte mit Geistern und glaube ich auch noch Hexen. Und sie soll so unglaublich gut sein und Maggie Stiefvater soll so unglaublich gut schreiben. Ich sollte sie einfach irgendwann noch lesen. Dann das nächste ungelesene Buch ist Die Legende der vier Könige. Von Amy Tintero. Das ist auch eine High-Fantasy-Geschichte, die sehr gut sein soll. Die Legende der vier Königreiche ist so atemberaubend, voller Action, Romantik und unerwarteter Wendungen, dass ich bis zur letzten Seite gefesselt war. Hier geht es um die Prinzessin Emelina und ihre Eltern wurden ermordet und ihre Schwester entführt von ihrem Nachbarskönigreich. Und Emelina möchte sich rächen, deshalb geht sie an den Königshof vom Nachbarsland. Und sie möchte dem König genauso viel Schmerzen zufügen wie er ihr. Und deshalb ist ihr Plan, die Verlobte des Prinzen zu töten und an ihre Stelle einzunehmen und dann den Prinzen zu töten. Aber je mehr Zeit sie mit dem Prinzen verbringt, desto mehr will ihr Herz das Vorhaben vereiteln. Und das klingt doch gut. Und ich habe es immer noch nicht gelesen. Dann hier
unten habe ich nicht wirklich Lust, die Bücher rauszunehmen, weil sonst müsste ich das ganze Zeugs hier wegnehmen. Aber ungelesen hier drauf sind Band 2, 3 und 4 der Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Das ist ja diese Science-Fiction-Märchen-Adaption. Wie Blut so rot, wie Sterne so golden und wie Schnee so weiß, wie Mode so silbern habe ich gelesen. Ich fand es richtig cool und ich bin schon gespannt, das weiterlesen, weil viele sagen ja, dass der zweite Teil noch besser sein soll als der erste Teil, der dritte noch besser und der vierte einfach nur genial. Deshalb bin ich sehr gespannt darauf weiterzulesen. Dann die nächste komplette Reihe, die ich besitze und noch nicht gelesen habe. Kuss des Tigers von Colleen Hoch. Das ist der erste Teil. Ich habe alle vier Teile hier. Hier geht es zum Grund, warum ich alle vier Teile habe. Und zwar sind die Hardcover nur noch sehr schwer zu kriegen und deshalb habe ich mir gedacht, die Hardcover sind viel schöner als die Taschenbücher. Deshalb kaufe ich mir jetzt einfach mal die Hardcover, weil diese Bücher klingen einfach so gut. Es geht hier um einen verwunschenen Prinzen, der in einen majestätischen Tiger verwandelt wurde. Und dann gibt es Kelsey und als sie das erste Mal auf Rand trifft, spürt sie eine Verbundenheit. Und Kelsey ist auch die Einzige, die den Fluch brechen kann. Und es klingt einfach so gut. Und es soll so gut sein. Und ich habe sie in den wunderschönen Hardcovern. Dann ein Regalbrett weiter unten. Habe ich Band 3 und 4 von den Chroniken der Verbliebenen noch nicht gelesen. Und zwar Die Gabe der Auserwählten und Der Glanz der Dunkelheit. Ich habe sie noch nicht gelesen. Und ich weiß auch hier nicht wirklich warum. Weil ich fand Band 1 und 2 richtig toll. Das ist eine High-Fantasy-Geschichte, wo es um eine Prinzessin geht, die flieht und dann jagen ihr zwei Männer hinterher. Einer davon ist der Prinz des Nachbarlandes und einer davon ist ein Auftragskiller und als Leser selbst weiß man auch nicht, wer ist. Und eigentlich fand ich Band 1 und 2 richtig toll. Ich sollte einfach mal weiterlesen. Dementsprechend habe ich auch Der Klang der Täuschung von Mary E. Pearson noch nicht gelesen. Das ist das Spin-off zu den Chroniken der Verbliebenen. Das sind die Chroniken der Hoffnung. Auch dieses Buch klingt einfach so unglaublich gut. Aber dafür müsste ich halt zuerst Band 3 und 4 der vorherigen Reihe lesen. Und ja, es ist ein einziger Teufelskreis. Das nächste ungelesene Buch ist Die Muschelsammlerin von Charlotte Richter. Das ist ja erst gerade dieses Jahr erschienen. Und das soll eine richtig kitschige und süße High-Fantasy-Liebesgeschichte sein und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Das nächste Buch ist Dämonentage von Nina McKay. Hier geht es darum, dass in den letzten 5 Tagen des Jahres Dämonen über die Erde hereinfallen und die 17-jährige Adriana bekommt für diese 5 Tage eine Einladung in eine Villa, wo sie anscheinend sicher sein soll, aber dann merkt sie, dass eine ganze Gruppe Dämonen hinter ihr her ist und dann gibt es noch diesen Halbdämon Cruise, der behauptet, dass er auf sie angewiesen ist. Und es erinnert mich so ein bisschen an Angel Fall von Susan E. Und ich liebe Angel Fall von Susan E. Und deshalb bin ich schon sehr gespannt auf dieses Buch. Das nächste Buch ist auch ungelesen. Und zwar ist es Krieger des Lichts von Jasmin Romana. Welch, das ist so ein dickes Buch. Man könnte jemanden damit umbringen. Ich habe schon andere Bücher von Jasmin Romana Welch gelesen. Und diese Bücher waren einfach so unglaublich witzig. Ihr Schreibstil ist so humorvoll und sarkastisch. Und das soll auch eine sehr tolle Fantasy-Geschichte sein, die ich aber einfach noch nicht gelesen habe. Das nächste ungelesene Buch ist Rain von Rachel Crane. Das ist auch eine High-Fantasy-Geschichte, die erst gerade erschienen ist. Und hier drin geht es um Magie und dunkle Kreaturen und eine Liebesgeschichte. Und das sind eigentlich alles Dinge, die ich in Büchern liebe. Und ich verstehe einfach nicht, warum ich dieses Buch nicht gelesen habe. Und dann, ich will es einfach einmal machen. Gelesen, 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 gelesen. Ein ganzes, komplettes Regal gelesen. Ob es glaubt oder nicht, aber ich lese tatsächlich die Bücher, die in diesem Regal stehen. Dann geht's hier oben weiter und auch hier habe ich nicht wirklich Lust, die Bücher rauszunehmen, weil ich sonst alles rausnehmen müsste. Aber hier oben sind meine Erin Watt Bücher. Die kann ich ja rausnehmen. Das erste ist When It's Real und das zweite ist One Small Thing. Das sind beides Liebesgeschichten, Einzelbände. Das ist eine Rockstars-Geschichte und das ist eine normale New Adult-Geschichte. Ich habe beide noch nicht gelesen, aber beide sollen richtig schön und richtig süß sein. Und dann hier habe ich die Paper-Reihen. Von der Paper-Reihe habe ich die ersten 4 Teile gelesen. Das heißt, ich müsste noch Paper Party und Paper Paradise lesen. Das ist dieser 3.5 Band und der letzte Teil. Ich bin ja ein riesen Fan von Paper Princess, also ich finde diese Reihe richtig toll. Das ist so eine richtige Seifenoper in Buchform. Also hier gibt es wirklich Drama und Drama und noch mehr Drama und es ist einfach so süchtig machend und ich habe jedes einzelne Buch innerhalb von einem Tag gelesen, also
Das will was heißen. Dann das nächste ungelesene Buch ist The Gold von Elle Kennedy. Das ist der vierte Teil der Off-Campus-Reihe von ihr. Ich habe die ersten drei Teile dementsprechend schon gelesen. Mein Lieblingsteil ist der erste Teil, weil Garrett und Hannah sind einfach so unglaublich toll, aber auch Band 2 und 3 sind toll und ich sollte echt mal, wirklich echt mal den vierten Teil lesen, weil ich glaube, ich habe die Reihe 2017 angefangen. Seit 2017 muss ich nur noch ein Buch lesen und ich krieg's einfach nicht hin. Die nächsten zwei Bücher sind Band 2 und 4 von der Ivy Years Reihe von Serena Bowen. Band 4 ist ja erst gerade erschienen und Band 2 ist letztes Jahr erschienen. Band 3 habe ich lustigerweise gelesen. Band 1 auch. Einfach Band 2 und 4 noch nicht. Aber ich finde die Ivy Years Reihe von Serena Bowen richtig toll. Das sind so richtig schöne, süße New Adult Bücher und die Covers sind einfach ein Traum. Dann das nächste ungelesene Buch ist True North. Ja. Der vierte Teil von Serena Bowen. Ich liebe die True North Reihe. Band 1 bis 3 sind einfach nur so unglaublich toll. Und ich freue mich auch schon so auf den vierten Teil. Weil im vierten Teil geht es um Zara und die lernt man schon im ersten Teil kennen. Und ich bin so gespannt auf ihre Geschichte, weil sie ist eine alleinerziehende Mutter. Und in diesem Buch kommt der Vater zurück. Dann hier unten sind das die ersten ungelesenen Bücher, und zwar Angel Dares und Summer Shadows von Joss Sterling. Das sind Band 5 und 6 der Macht der Seelenreihe. Sie sind auf Englisch, weil sie nicht auf Deutsch übersetzt werden, was mich immer noch sehr traurig macht. Aber ich liebe diese Reihe einfach so sehr, dass ich irgendwann in der Zukunft mal versuchen werde, Band 5 und 6 auf Englisch zu lesen. Ob das gut rauskommt, das weiß ich noch nicht, aber ich werde es mal probieren. Die Macht der Seelenreihe ist so eine kitschige Seelenverwandtschafts-Fantasy-Geschichte und ich liebe es einfach, weil es ist der gute Kitsch. Das nächste ungelesene Buch ist Ophelia's Gale von Lena Kiefer. Das ist ja auch erst gerade erschienen und das ist eine neue Jugenddystopie und hier wurde die Technologie verboten, aber Ophelia liebt die Technologie, deshalb geht sie zum Widerstand und dieser Widerstand bringt sie an den Königshof und dort soll sie einen Attentat auf den Herrscher ausüben, aber dann trifft sie auf den Bruder des Herrschers und zwar auf Lucian, dann verlieben sie sich und ja. Klingt nach einem Sarah-Buch. Das nächste ungelesene Buch ist Die letzte Königin von Emily R. King. Das soll High Fantasy vom Feinsten sein und ich verstehe einfach nicht, warum ich dieses Buch noch nicht gelesen habe, weil das ist eines meiner meistersehnten Neuerscheinungen 2019. Und es ist im Februar erschienen und wir haben mittlerweile Mitte Mai. Und es ist immer noch ungelesen. Aber ich nehme es mir ganz, ganz, ganz fest vor, dass ich es noch 2019 lese, weil im September 2019 erscheint der zweite Teil und im Herbst, Winter 2019 erscheint der dritte Teil. Das nächste ungelesene Buch ist Heliopolis von Stefanie Hasse. Es ist der erste Teil ihrer Heliopolis-Dilogie. Und hier drin geht es um ägyptische Mythologie. Und ich fand die Schicksalsbringer-Reihe von ihr richtig toll. Und ich bin schon sehr gespannt auf diese Reihe. Der zweite Teil ist mittlerweile auch schon erschienen. Ich müsste sie also rein theoretisch einfach nur noch lesen. Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Und das letzte ungelesene Buch auf diesem Regalbrett ist Everless. Es ist schon ein bisschen traurig, dass Everless immer noch ungelesen ist, weil ich habe mich so dermaßen auf Everless gefreut, weil es klingt auch so unglaublich gut. In diesem Buch geht es um Zeit und jeder Mensch hat nur eine bestimmte Zeit und diese Zeit kann man auch auf andere Menschen übertragen. Und dann geht es um Intrigen und Geheimnisse und Liebe und es klingt einfach so gut. Aber ich kann noch nicht beurteilen, ob es auch wirklich gut ist, weil ich habe es noch nicht gelesen. Ja? Ja. Dann hier unten habe ich die Warcross-Dilogie von Mary Lou. Das ist ja diese Videospiel-Dystopie-Science-Fiction-Sache von ihr. Und ich liebe Legend von ihr und ich bin so gespannt auf Warcross, weil Warcross soll auch so unglaublich gut sein, ne? Und dann habe ich von Mary Lou auch noch Batman Nightwalker ungelesen. Das ist eine Wiedererzählung von Batman, wie der Titel schon sagt. Und es ist Mary Lou. Es kann nur genial werden. Und dann das nächste Buch ist Sakura von Kim Kestner. Dieses Buch ist auch schon seit einer Weile bei mir im Regal, aber ich will es halt einfach unbedingt lesen, weil es klingt so ein bisschen nach einer Mulan-Adaption, weil es geht um Yuri und bei ihr in der Welt gibt es ein Auswahlverfahren, wo nur die Vollkommenen einen Platz an der Oberfläche kriegen und Yuri gehört halt nicht zu den Vollkommenen, aber dann schmuggelt sie sich verkleidet als Junge unter die Probandengruppe und kommt an die Oberfläche und ausgerechnet der Sohn des Kaisers wird auf sie aufmerksam
Doch die Frage ist, hat er ihre Tarnung durchschaut oder spielt er selbst ein doppeltes Spiel? Und es klingt einfach so gut. Und ich liebe Mulan. Und es soll auch so gut sein. Das nächste Buch ist Rückkehr der Engel von Mara Wolf. Das ist ja diese Endzeit-Engelsgeschichte von ihr. Und das soll auch so unglaublich genial sein. Mittlerweile ist auch der zweite Teil schon erschienen. Und auch dieses Buch erinnert mich ein bisschen an Angel Fall. Und wir wissen ja alle, dass ich Angel Fall liebe. Deshalb bin ich schon unglaublich gespannt auf dieses Buch. Das nächste ungelesene Buch ist Das Mädchen aus Feuer und Sturm von René Adier. Das ist so eine Samurai-Fantasy-Liebeskampfgeschichte. Es klingt so unglaublich gut. Und René Adier wird ja auch mega gehypt. Und ich bin gespannt darauf, wie mir René Adier gefallen wird, wie mir dieses Buch gefallen wird. Es klingt einfach so gut. Dann beim nächsten Buch verstehe ich auch nicht wirklich, warum ich es noch nicht gelesen habe. Und zwar Spiel der Macht von Marie Rutkowski. Ich habe diesem Buch so sehr entgegengefiebert letztes Jahr und dann habe ich es gekauft und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich es nicht sofort gelesen habe. Ja, es sieht so wunderschön aus und es klingt so unglaublich genial und ich freue mich einfach so auf dieses Buch. Ich kann mich vage daran erinnern, dass ich in meiner Bookshelf-Tour eine Aussage gemacht habe, die nicht stimmt. Ich habe geplant, dass ich diese Bücher sehr bald lese und wenn ich mich an meinen Plan halte, was ich nicht sehr oft tue, aber wenn ich mich an diesen Plan halte, dann sind diese Bücher gelesen, bevor dieses Video online kommt. Ja, ich habe mich nicht an den Plan gehalten. Silberschwingen, Band 1 und 2 von Emily Bold sind immer noch ungelesen. Das ist der Grund, warum ich keine Bücherpläne mache, weil ich halte mich sowieso nicht dran. Jedenfalls sollen diese Bücher unglaublich tolle Fantasy-Bücher sein. Hier drin geht es um Silberschwingen und Thorn, die Protagonistin, ist ein Halbwesen und sollte dementsprechend gar nicht leben. Und deshalb wird Jagd auf sie gemacht. Und der Sohn des Clan-Oberhauptes der Silberschwingen macht höchstpersönlich Jagd auf sie und das klingt einfach so gut und ich habe es immer noch nicht gelesen. Dann hier hinten hätten wir Bird and Sword und Queen of Blood von Amy Harmon. Das sollen auch High-Fantasy-Geschichten vom Feinsten sein. Atemberaubend, eine epische Geschichte voller Magie und Romantik. Ich bin so überwältigt von diesem Buch, dass ich weinen möchte. Ich will auch weinen und überwältigt sein, aber dafür muss ich sie erstmal lesen. Und die anderen zwei ungelesenen Bücher auf diesem Regalbrett sind Iskari 1 und 2. Iskari ist ja eine High-Fantasy-Geschichte mit Drachen und im ersten Teil geht es um Asha und im zweiten Teil geht es um ihren Bruder Dex. Und ich habe so gehört, dass im ersten Teil der Drachenaspekt echt groß ist und die Liebesgeschichte eher so im Hintergrund und im zweiten Teil ist eher die Liebesgeschichte ein bisschen präsenter und die Drachen ein bisschen im Hintergrund. Ich bin schon so unglaublich gespannt auf diese Bücher, weil eine Arbeitskollegin liest gerade den ersten Teil und sie schwärmt so dermaßen von diesem Buch. Und ich habe es einfach noch nicht gelesen. Und dann hier unten habe ich noch Windborn von Jennifer Alice Jäger und Golden Darkness von Sarah Reese Brennan. Das sind beides High-Fantasy-Geschichten, die erst gerade erschienen sind. Hier geht es um Scar, die die Welt überrannt haben. Und dann geht es um die Wolkenstürmerin Ashara, die von den Scar gejagt wird. Und auf der Flucht läuft sie Kieran in die Arme. Und obwohl sie am Anfang sehr misstrauisch sind, kommen sie sich mit der Zeit immer wie näher. Und Ashara merkt, dass Kieran sehr wichtig ist für den Fortbestand der Menschheit. Die Scar haben einen sehr großen Fehler gemacht und ihren größten Feind selbst erschaffen. Und dann wird Kieran von den Scar entführt. Und Ashara muss sich entscheiden, ob sie dazu bereit ist, ihre zerstörerische Kraft freizulassen, um Kieran und die komplette Menschheit zu retten. Und in Broken Darkness geht es um Lichtmagierinnen und um eine Dunkelstadt und um eine Lichtstadt und um Doppelgänger. Und ich bin schon auf beide Bücher sehr gespannt. Und dann das nächste ungelesene Buch ist Fire and Frost von der Dunkelheit geliebt von Ellie Blake. Das ist der dritte Teil der Fire and Frost Trilogie und ich liebe ja die Fire and Frost Reihe. Für mich ist der erste Teil einfach perfekt. Der zweite Teil ist auch immer noch richtig toll. Da ist einfach die Dreiecksbeziehung, die mich genervt hat. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf den dritten Teil. Und dann das letzte ungelesene Buch in diesem kompletten Regal ist Again But Better von Christine Riccio. Christine Riccio führt den Booktube-Kanal Poland Bananas Books und sie hat ein Buch geschrieben und dieses Buch ist am 7. Mai erschienen und ich habe die Barnes & Noble Special Edition, die auch noch signiert ist und ich weiß, dass dieses Buch auf Englisch ist und ich weiß, dass mein Englisch nicht das Beste ist, aber Christine ist meine Lieblingsbooktuberin und deshalb werde ich versuchen, dieses Buch zu lesen. Ich weiß noch nicht, wann es passieren wird, aber ich weiß, dass es passieren wird. Und dann die nächsten ungelesenen Bücher sind dort oben.
Und zwar die Mortal Instruments von Cassandra Clare und dann noch Lady Midnight und Lord of Shadows von Cassandra Clare. Ich habe bisher nur die Infernal Devices von Cassandra Clare gelesen, aber ich liebe, liebe, liebe die Infernal Devices. Sie gehören zu meinen Lieblingsreihen und deshalb bin ich schon sehr gespannt auf die Mortal Instruments und dann auf die Dunklen Mächte, weil es ist Cassandra Clare und es geht um Schattenjäger und ich freue mich einfach. Dann das nächste ungelesene Buch ist Before Us von Anna Todd. Das ist ja Band 5 von der After-Reihe und eigentlich die Vorgeschichte von Hardin. Und ich habe ja erst gerade die After-Reihe gesuchtet und ich liebe die After-Reihe. Und irgendwann werde ich auch Before Us lesen. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann werde ich es tun. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie Hardin denn vor Tessa so war. Und was er für Gedanken hatte, als er Tessa kennengelernt hat. Und ich bin einfach schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann das nächste ungelesene Buch ist Blutbraut von... Oh! Blutbraut von Lynn Raven. Das ist dieses unglaublich dicke High-Fantasy-Buch. Ich habe ja schon ein Buch von Lynn Raven gelesen und zwar Windfire. Windfire konnte mich nicht wirklich überzeugen, aber ich habe mir sagen lassen, dass Blutbraut viel, 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 viel besser sein soll als Windfire. Deshalb gebe ich Lynn Raven noch eine zweite Chance, weil jeder verdient eine zweite Chance und ich bin schon gespannt auf dieses Buch. Das nächste ungelesene Buch ist auch wieder so ein richtig fettes Buch und zwar Red Rising von Pierce Brown. Das ist ja diese Science-Fiction-Geschichte, die auf dem Mars spielt und die so in den Himmel gelobt wird und die so unglaublich gehypt wird und ich habe den Hype nachgegeben und dieses Buch gekauft. Ich muss es einfach nur noch lesen. Das nächste Buch ist Die Bücherdiebin von Marcus Zusak und das ist ja auch ein Buch, das in den Himmel gelobt wird. Das ist von so vielen Menschen das Lieblingsbuch und eines der speziellen Sachen in diesem Buch ist, dass es aus der Sicht des Todes geschrieben ist und schon allein das ist ein Grund, dieses Buch zu lesen. Und dann das nächste Buch ist Vier Farben der Magie von V.E. Schwab. Ich habe noch kein V.E. Schwab Buch gelesen, aber ich bin schon sehr gespannt, wie mir V.E. Schwab gefallen wird. Dann ist hier noch ein Manga und zwar Orange. Es ist der erste Teil und auch hier weiß ich nicht wirklich genau, um was es geht. Es geht, glaube ich, um ein Mädchen, das Briefe vom zukünftigen Ich bekommt. Und ja, das ist alles, was ich weiß. Dann habe ich hier so mein schlaues Tischchen, wo auch noch ein paar Bücher drauf liegen. Das erste Buch ist Das Reich der Sieben Höfe, Frost und Mondlicht von Sarah J. Maas. Ja, ich habe das Buch immer noch nicht gelesen. Ich liebe die Das Reich der Sieben Höfe Reihe. Ich vergöttere diese Reihe und es kam einfach noch nicht der Zeitpunkt, wo ich mich an dieses Buch rangetraut habe, weil für dieses Buch muss ich wirklich in der Stimmung sein für dieses Buch. Weil es ist ja ein Übergangsteil zur Spin-Off-Reihe und es gibt Leute, die zerreißen dieses Buch. Es gibt Leute, die finden dieses Buch richtig toll. Ich hoffe, ich gehöre zu den Leuten, die dieses Buch richtig toll finden. Aber ich bin zuversichtlich, weil es ist von Sarah J. Maas und Recent ist dabei. Und ich freue mich einfach darauf, meine Babys wieder kennenzulernen und ja... Und dann das nächste Buch würde ich gar nicht mehr wirklich zu meinem Sub zählen, weil ich lese es gerade. Und zwar ist es Sunset Beach von Kira Licht. Ich bin jetzt auf Seite 285 und was soll ich sagen? Es ist Kira Licht. Ich liebe einfach ihren Schreibstil und ihre Charaktere und sie kann auch Contemporary Romance schreiben und ich freue mich schon sehr darauf weiterzulesen. Dann das nächste Buch ist In Love with Adam von Liam Erpenbach. Das habe ich erst gerade gekauft. Das ist eine Gay-Romance-Geschichte und hier geht es um Sam und er ist ein Außenseiter und seitdem er seinen besten Freund verloren hat, zieht er sich immer wie mehr zurück. Doch dann trifft er Adam, den gut aussehenden und beliebten Footballstar von der Schule in einer Buchhandlung und dann verändert sich alles, denn Adam weicht nicht mehr von Sams Seite. Und in Adams Gegenwart hat Sam endlich das Gefühl, richtig zu sein, so wie er ist. Aber Adam darf nie erfahren, dass Sam in seiner Gegenwart Herzrasen kriegt. Doch dann findet Sam die Tagebücher seines Großvaters und er versteht, was es heißt, ein Leben zu führen, wo man die ganze Zeit ein Geheimnis hüten muss. Und dann stellt sich die Frage, wird er den Mut finden, zu seinen Gefühlen zu stehen? Und ich finde Gay Romance Bücher ja richtig toll und das klingt einfach so richtig süß und niedlich und ich freue mich auf dieses Buch. Und dann ein Buch, auf das ich mich auch schon so unglaublich freue, und zwar Kiss Me Once von Stella Tech. In diesem Buch geht es nämlich um die Milliardärstochter Ivy und sie geht aufs College und kann dementsprechend endlich aus dem goldenen Käfig ausbrechen. Und dann trifft sie auf Ryan und Ryan ist sozusagen ihr Traummann. Aber Ryan ist nicht der, der er vorgibt zu sein, denn Ryan wurde von Ivys Vater angestellt und Ryan ist Ivys Secret Boy.
Bodyguard. Ich freue mich schon so sehr auf dieses Buch. Und das letzte Buch, das ich erst gerade gekauft habe, ist Clans of London, Hexentochter von Sandra Grauer. Seit Witch Hunter möchte ich wieder mal so eine richtig geniale Hexengeschichte lesen. Und das klingt nach einer richtig genialen Hexengeschichte. Das ist der erste Teil einer Dilogie und hier geht es um Hexenclans und einen gefährlich charmanten Magier und eine uralte Prophezeiung und ich freue mich einfach auf dieses Buch. Dann sind hier unten noch ein paar Bücher und zwar habe ich die komplette Reihe von Maggie Stiefvater und zwar Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen und dann noch das Spin-off Schimmert die Nacht. Ich habe alle noch nicht gelesen, aber das ist ja diese Geschichte von dem Mädchen und dem Jungen, der sich in einen Wolf verwandelt und diese Bücher sollen sehr toll sein. Und beim nächsten Buch, ich habe nicht wirklich einen Grund, warum ich es noch nicht gelesen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich es noch nicht gelesen habe. Nevernight von Jay Kristoff. Das ist die Assassinengeschichte neben Throne of Glass und ich habe sie immer noch nicht gelesen. Wie schon gesagt, ich habe keine Ausrede. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nur, dass ich es in meinem Regal habe und dass es darauf wartet, gelesen zu werden. Und dann die letzten drei ungelesenen Bücher sind Die Beschenkte von Kristen Cashaw. Das soll auch eine richtig geniale High-Fantasy-Geschichte sein. Und Band 1 und 2 von The Bone Season von Samantha Shannon. Hier soll der Weltenaufbau recht kompliziert sein, aber die Charaktere und die Geschichte einfach genial. Und deshalb bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Bücher. Und dann ist es eigentlich eine Schande, dass ich im Regal von meiner Queen auch noch ungelesene Bücher habe. Aber es sind nur drei. Und zwar habe ich Dreh dich nicht um von Jennifer Armstrong noch nicht gelesen. Das ist der einzige Thriller von ihr, den ich noch nicht gelesen habe. Es ist meine Queen. Ich werde auch dieses Buch lieben. Und dann ist hier noch Und wenn es keinen Morgen gibt von Jennifer Armstrong. Das ist eine tiefgründige Contemporary Romance Geschichte. Ich weiß nicht ganz, welches Genre das ist. Ich weiß einfach, dass ich es lieben werde, weil es meine Queen ist. Und dann ihr neuestes Buch, Golden Dynasty, größer als Verlangen. Dieses Buch soll ja auch richtig gut sein. Das ist so ein erotischer Thriller mit mystischen Elementen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es soll einfach richtig gut sein und es ist nicht wirklich verwunderlich, weil es ist meine Queen. Dann habe ich hier noch den dritten Teil von Elias und Laia, der ungelesen ist. Ich fand Band 1 von Elias und Laia gut. Ich habe den Hype nicht ganz verstanden, aber beim zweiten Teil habe ich den Hype dann verstanden und ich freue mich schon so sehr auf den dritten Teil, weil der dritte Teil soll einfach nur grandios sein, der dritte Teil soll einfach nur episch sein. Dann steht hier noch Palace of Silk und Palace of Fire. Das sind Band 2 und 3 der Palace of Reihe. Dieses Jahr erscheint ja noch ein vierter Teil. Und ich fand den ersten Teil richtig cool. Das ist so eine Mischung zwischen Mittelalter und Dystopie. Eine richtig coole Mischung. Und ich fand die Charaktere toll, die Geschichte war spannend. Und eigentlich sollte ich echt mal weiterlesen. Dann habe ich hier wieder ein ganzes Regalbrett umgelesen. Und zwar ist hier Unearthly von Cynthia Hand. Das ist der erste Teil dieser Unearthly-Trilogie. Das ist eine Engelsgeschichte. Und ich liebe Engelsgeschichten, deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich auch dieses Buch toll finden werde. Dann nebendran steht die, ich weiß nicht wirklich, wie diese Reihe heißt, jedenfalls diese High-Fantasy-Reihe von C.L. Wilson. Diese Reihe soll ja unvergleichlich sein, diese Reihe soll grandios sein, diese Reihe soll episch sein und diese Reihe ist immer noch ungelesen von Sarah. Aber ich habe schon alle vier hier, dementsprechend könnte ich diese Reihe eigentlich rein theoretisch in einem Zug durchlesen. Aber bei Sarah ist rein theoretisch nie gleichzusetzen wie praktisch. Aber ich freue mich schon unglaublich auf diese Bücher, weil sie sollen wirklich, wirklich, wirklich genial sein. Und dann habe ich hier meine erste und auch einzige Vampirgeschichte und zwar Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness. Hier geht es um eine Historikerin, die auf einen Vampiren trifft und dann verlieben sie sich ineinander. Und das soll auch so unglaublich toll sein. Dann ist hier noch die Tochter der Trüm-Trilogie von Amanda Hawking. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, um was es hier drin geht. Es geht um Wendy und sie ist irgendwie eine Trüll, aber sie weiß nichts davon und ich selber weiß auch nicht so genau, was eine Trüll ist. Und diese Reihe soll einfach romantisch und magisch und schön sein. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was diese Trüll-Trill-Trill
Trüll eigentlich sind. Und dann habe ich hier wieder so ein paar Büchlein, die ungelesen sind. Und zwar Das göttliche Mädchen von Amy Carter. Das habe ich 2017 auf Weihnachten gekriegt. Ich habe es immer noch nicht gelesen, aber griechische Mythologie ist voll meins. Und deshalb freue ich mich schon sehr auf dieses Buch. Und dieses Buch soll auch richtig schön sein. Und es geht um Hades. Und ich finde Hades toll. Dann das nächste Buch habe ich diesen Monat gekauft. Und zwar Nebelwind von Marlon May. Das ist eine High-Fantasy-Geschichte, die sehr gut sein soll, weil ich habe nur 4 oder 5 Sterne-Rezensionen für dieses Buch gesehen. Hier geht es um Alisa und sie befindet sich plötzlich in Makara, dem Land hinter den Nebeln. Und dieses Land ist nicht nur voller Magie, dieses Land verändert Alisa auch noch. Und wäre da nicht ein junger Kämpfer, der ihr Herz in einen Kolibri verwandelt, würde sie vielleicht aufgeben. Ich finde, es klingt einfach so gut und ich vertraue jetzt einfach mal den Rezensionen auf Amazon. Das nächste Buch ist Constellation von Claudia Gray. Das ist eine Science-Fiction-Liebesgeschichte mit einer künstlichen Intelligenz und seit Illuminae bin ich immer zu haben für Science-Fiction mit einer künstlichen Intelligenz. Und dann ist hier noch Ein Augenblick für immer, das erste Buch der Lügenwahrheiten von Rose Snow. In diesem Buch geht es um eine uralte Prophezeiung und um June, die nach England geht. Und dann noch 2 ungleiche Brüder, und zwar Blake und Preston. Und seit sie den beiden begegnet ist, merkt sie, dass eine Gabe tief in ihr erwacht. Und es klingt einfach so gut. Und ich habe von Rose Snow schon 2 Bücher gelesen und ihr Schreibstil ist einfach zum Brüllen komisch. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf dieses Buch. Dann hätten wir hier drüben noch ein Regal. Und hier habe ich genau 4 ungelesene Bücher, ob man es glaubt oder nicht. Beim nächsten Buch kann ich euch auch nicht wirklich sagen, warum ich es noch nicht gelesen habe. Ich kann euch einfach sagen, dass ich mich schon ein bisschen schäme, dass ich es noch nicht gelesen habe. Weil ich behaupte ja die ganze Zeit, dass ich so ein Fan von griechischer Mythologie bin. Und gleichzeitig habe ich Percy Jackson noch nicht gelesen. Erkennt ihr die Ironie? Und jetzt muss ich es nur noch lesen. Der Himmel weiß, wann das passiert, aber da ich griechische Mythologie liebe, bin ich zuversichtlich, dass ich auch dieses Buch lieben werde. Und dann, die letzten 3 ungelesenen Bücher werde ich jetzt einfach nur kurz in die Kamera halten, weil diese Bücher wurden im Jahr 2018 zur Genüge gezeigt. Und zwar Redwood Love von Kelly Moran. Obwohl diese Bücher so gehypt wurden, obwohl gefühlt jeder gesagt hat, dass man diese Bücher lesen muss, hat Sarah die Bücher immer noch nicht gelesen. Aber ich bin schon sehr gespannt darauf, weil hier erscheinen ja jetzt auch Band 5 und 6. 4 und 5. Ja, es sind ja erst 3 erschienen. Dann habe ich hier eine kleine Wendeltreppe und hier habe ich Wir beide in Schwarz-Weiß von Kira Gambry und Wovon du träumst von Kira Gambry noch nicht gelesen. Kira Gambry schreibt Contemporary Romance Geschichten und ihre Contemporary Romance Geschichten sind einfach immer so romantisch und so süß und so tiefgründig. Ich freue mich schon sehr auf diese Bücher. Und dann das letzte ungelesene Buch in diesem Zimmer ist Ash Princess von Laura Sebastian. Auch diesem Buch habe ich entgegengefiebert und auch hier habe ich den Fehler gemacht, dass ich es nicht sofort gelesen habe. Deshalb steht es jetzt immer noch ungelesen hier. Und jetzt gehen wir mal ins andere Zimmer, weil da habe ich auch noch ungelesene Bücher. So, auf diesem Regalbrett wäre nur Grisha, Loderne Schwingen von Libadugo ungelesen. Das ist der 3. Teil der Grisha-Reihe. Ich finde Band 1 und 2 ja gut. Ich finde sie jetzt nicht herausragend, aber ich finde sie gut. Aber ich muss den 3. Teil halt lesen, damit ich dann King of Scars lesen kann, das im Sommer auf Deutsch erscheint. Und deshalb freue ich mich irgendwie schon auf den 3. Teil. Dann haben wir unten dran All In von Emma Scott. Das ist auch eine Rockstars-Geschichte, aber der Unterschied zu anderen Rockstars-Geschichten ist, dass sie der Rockstar ist. Und dieses Buch soll ja auch so unglaublich gut, tiefgründig und wunderschön sein. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Dann von Brittany C. Sherry habe ich Wie die Luft zum Atmen und Wie das Feuer zwischen uns, beides noch ungelesen. Aber da diese Bücher so gehypt werden, möchte ich sie unbedingt lesen. Dann ist nebendran Vicious Love, Sinners of Saint von L.J. Sheen. Dieses Buch soll ja ein bisschen unrealistisch sein und einfach nur überzogen und kitschig und genau das, was ich gerne lese.
Und Susi von Susi Delmar schwärmt so von diesem Buch. Deshalb musste ich es haben und werde es hoffentlich bald lesen. Das nächste ungelesene Buch ist Dark Love. Ohne dich bin ich verloren von Estelle Mescam. Das ist der vierte Teil der Dark Love-Reihe. Hier drin geht es um die Vorgeschichte von Tyler und auch ein bisschen den ersten Teil aus seiner Sicht. Und ich liebe die Dark Love-Reihe und ich freue mich so darauf, mehr von Tyler zu erfahren. Das nächste Buch ist Prince of Passion von Emma Chase. Das ist ja so eine königliche Prinzengeschichte und der Prinz verliebt sich in eine Unwürdige und dementsprechend darf er sie nicht heiraten, aber er will keine andere heiraten und ja. Es soll auch so eine dramatische, erotische Liebesgeschichte sein. Ich bin schon gespannt. Beim nächsten Buch wird es auch langsam lächerlich, dass es immer noch ungelesen ist. Und zwar Rockstars küsst man nicht. Das ist der vierte Teil der Rockstar-Reihe von Kylie Scott. Ich habe die Rockstar-Reihe, glaube ich, 2016 oder 2017 angefangen. Wir haben mittlerweile 2019. Das heißt, ich müsste seit 2 oder 3 Jahren eigentlich nur noch den vierten Teil lesen, um diese Reihe zu beenden. Und ich kriege es einfach nicht hin. Und das Traurige daran ist, dass ich die ersten 3 Teile von dieser Reihe einfach nur liebe. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, warum ich nie den letzten Teil gelesen habe. Dann das nächste Buch ist Diamonds for Love von Leila Hagen. Das ist der erste Teil der Diamonds for Love Reihe. Und in dieser Reihe geht es um die Bennett-Brüder. Und die Bennett-Brüder sind reich und attraktiv. Und diese Bücher sollen auch richtig schöne New Adult Bücher sein. Und auch hier schwärmt Susi einfach so sehr von dieser Reihe, dass ich den ersten Teil kaufen musste. Und die letzten 2 Bücher auf diesem Regalbrett sind Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter von Carina Bartsch. Das soll auch eine richtig schöne und süße Liebesgeschichte sein. Ich habe sie noch nicht gelesen. Dann ein Regalbrett. Unten dran habe ich die Heartbeat-Reihe. Und das sind auch einfach Liebesgeschichten, die so unglaublich schön und süß klingen, dass ich sie einfach kaufen musste. Ja, alle 4 auf einmal. Dann ist hier nebendran die Driven-Reihe und die ersten 3 Teile habe ich gelesen. Dementsprechend müsste ich noch den 4. Teil lesen. Und die 3 Spin-Off-Bücher. In diesen Büchern geht es um Colton Donovan und Colton Donovan ist ein professioneller Rennfahrer und um Riley. Und Riley arbeitet mit Kindern zusammen, die eine schwere Vergangenheit verarbeiten müssen. Und dann treffen sich die beiden auf einer Benefizveranstaltung und es knistert zwischen den beiden. Er will sie, sie will ihn. Und das ist einfach eine unglaublich tolle New Adult Geschichte. Ich habe die ersten 3 Teile hintereinander weggesuchtet. Innerhalb von einer Woche. Und ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht weitergelesen habe, weil ich liebe diese Bücher wirklich. Dann das nächste ungelesene Buch ist Mein Leben nebenan und ich habe Mein Sommer nebenan gelesen. Und das ist eine der schönsten und süßesten Liebesgeschichten, perfekt für den Sommer, die ich je gelesen habe. Und dementsprechend bin ich schon sehr gespannt auf den 2. Teil. In diesem Teil geht es nämlich um Alice Garrett, das heißt die Schwester von Jace Garrett. Und ich freue mich einfach darauf, zurück zu dieser Großfamilie zu kommen und ja, freue mich auf dieses Buch. Dann ist hier ein New You Were Trouble von Cami Garcia. Das scheint so ein sexy, süßes Bad Boy Buch zu sein. Eine süchtig machende, sexy und gefährlich schnelle Love Story. Ich konnte nicht widerstehen. Ich habe es gekauft und ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich freue mich schon sehr auf dieses Buch, weil ich lese gerne solche Geschichten. Und dann die letzten 2 ungelesenen Bücher sind Fighting to be Free Band 1 und 2. Auch hier schwärmt Susi einfach so sehr von den Büchern und diese Bücher klingen so unglaublich gut. Es geht nämlich um Jamie und Jamie kommt erst gerade aus dem Gefängnis und zwar nicht wegen irgendeinem Firlefanz. Er soll anscheinend einen anderen Menschen getötet haben und dann trifft er auf Ellie. Und sie verkörpert all das, wonach er sich sehnt und er möchte für Ellie ein besserer Mensch werden. Und auch Ellie fühlt sich zu Jamie hingezogen, doch wird Ellie bei Jamie bleiben. Obwohl Jamie anscheinend das Leben eines anderen Menschen ausgelöscht hat. Und es klingt einfach so gut, es klingt so tiefgründig, es klingt so traurig und herzzerreißend. Und ich freue mich so auf diese Bücher. Dann zu den Büchern in diesem Regal werde ich nicht allzu viel sagen, weil diese Bücher kennt ihr alle schon. Das erste Buch ist Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel, das ist der 1. Teil. Das soll auch eine richtig tolle High-Fantasy-Geschichte sein. Sarah hat sie noch nicht gelesen. Daneben dran ist Herz aus Schatten von Laura Kneidel. Auch das soll eine richtig tolle High-Fantasy-Geschichte sein. Eine Die Schöne und das Biest-Märchen-Adaption. Sarah hat sie noch nicht gelesen. Und daneben dran stehen Band 1 und 2 von der Sturmtochter-Reihe von Bianca Iosivoni. Auch das sollen richtig tolle Fantasy-Bücher sein. Sarah hat sie noch nicht gelesen. Dann habe ich hier noch Save You und Save Us von Mona Kasten. Hier kann ich wirklich nicht verstehen, warum ich sie noch nicht gelesen habe, weil
Habt ihr den ersten Teil gelesen? Habt ihr den Cliffhanger vom ersten Teil gelesen? Es ist für mich unbegreiflich, warum ich nicht sofort den zweiten Teil gelesen habe, als er erschienen ist. Aber ja, es war so und er ist bis heute noch ungelesen. Dann auf diesem Regalbrett habe ich Du bringst mein Leben so schön durcheinander von Claire Christian noch nicht gelesen. Das klingt nach einer poetischen, tiefgründigen, wunderschönen Liebesgeschichte. Ich habe diesen Textausschnitt hier drin gelesen und es ist um mich geschehen und ich musste dieses Buch kaufen. Dann die nächsten beiden Bücher sind von Ava Reed und zwar Die Stille meiner Worte und Alles Nichts und ganz viel dazwischen. Ich habe ja Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed gelesen und dieses Buch gehört zu meinen Lieblingsbüchern und ich freue mich schon so auf diese Bücher, weil auch diese Bücher sollen wieder so schön tiefgründig und wunderbar und einfach toll sein. Das nächste Buch ist viel näher als zu nah und auch das klingt nach einer schönen, süßen Liebesgeschichte, die ich noch nicht gelesen habe. Das nächste Buch kennen, glaube ich, auch alle und zwar Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow von Rainbow Rowell. Ich habe es noch nicht gelesen, aber hier drin geht es um Simon Snow, der ist ein Zauberer und dann gibt es noch Vampire und Kämpfe und ich möchte dieses Buch lesen. Irgendwann werde ich es lesen. Das nächste Buch ist Du bist der Liebe nicht egal von Cassie West und Cassie West schreibt ja so richtig schöne, süße, romantische Liebesgeschichten. Ich nehme jetzt mal an, das wird auch so eine süße, romantische Liebesgeschichte. Das ist so das Regalbrett, von dem ich am wenigsten gelesen habe. Ja. Das nächste Buch ist Das Glück an meinen Fingerspitzen von Julie Leutze. Ich habe schon zwei andere Bücher von ihr gelesen und ich liebe die zwei anderen Bücher. Und das spielt in der kanadischen Wildnis. Ich muss dieses Buch lesen. Beim nächsten Buch schäme ich mich ja schon. Und zwar ist es Cinder und Ella von Kelly Oram. Ja, ich habe es immer noch nicht gelesen, obwohl es eine der schönsten und süßesten und wunderbarsten Liebesgeschichten der Welt sein soll. Aber ich möchte es unbedingt bald lesen, weil dieses Jahr kommt der zweite Teil auf Deutsch raus. Dann die nächsten beiden ungelesenen Bücher sind beide von Jennifer Niven und zwar Stell dir vor, dass ich dich liebe und All die verdammt perfekten Tage. Hier drin geht es um zwei, die Selbstmord begehen wollen und dann treffen sie sich auf demselben Dach, wo sie Selbstmord begehen wollen. Und die beiden können in der Gegenwart des jeweils anderen sie selbst sein und Finch bringt Violet dazu, jeden einzelnen Moment zu genießen. Aber während Violet anfängt, das Leben wieder für sich zu entdecken, beginnt Finchs Welt allmählich zu schwinden. Ich habe eine böse Vorahnung, wie dieses Buch enden wird und ich bin noch nicht bereit dafür, dass dieses Buch so enden wird. Deshalb zögere ich dieses Buch einfach hinaus. Deshalb ist es noch ungelesen. Und hier drin geht es um Jack und er ist gesichtsblind. Dann verliebt er sich in ein Mädchen, das eigentlich sozialer Selbstmord wäre, aber Libby ist der einzige Mensch auf der ganzen verdammten Welt, der die Wahrheit schöner findet als die perfekten Lügen. Auch dieses Buch klingt süß, tiefgründig, toll. Ich möchte es lesen. Das nächste Buch ist wieder so eine sexy, gefährliche Bad Boy Geschichte und zwar Trust in Love von Sarah Alderson. Ich habe schon ein anderes Buch von Sarah Alderson gelesen. Auch so eine sexy, gefährliche Bad Boy Geschichte. Und das Buch klingt auch wieder richtig toll. Es geht nämlich um eine Verfolgungsjagd mit dem Polizisten und um meine Liebesgeschichte und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Dann haben wir noch Forbidden von Tabitha Suzuma. Das ist ja diese Inzest-Liebesgeschichte. Ich bin sehr gespannt, wie ich dieses Buch finden werde. Und das letzte ungelesene Buch auf diesem Regalbrett ist Morgen wirst du bleiben von Nika Stevens. Ich habe ja schon die Fantasy-Bücher von Nika Stevens gelesen und sie sind einfach so süß und so unglaublich kitschig und toll. Und ich liebe ihre Fantasy-Bücher und ich bin schon sehr gespannt, wie sie Contemporary Romance schreibt. Und dann auf diesem Regalbrett habe ich ein ungelesenes Buch und zwar Time Travel Girl 1989. Das ist der erste Teil der neuen Reihe von Susan Wittpenig und Susan Wittpenig hat ja meine Herzensreihe geschrieben und zwar Maya Domenico. Ich zögere so ein bisschen, dieses Buch zu lesen, weil ich weiß, egal was Susan Wittpenig schreibt, es wird nicht an Maya Domenico rankommen. Deshalb habe ich noch so ein bisschen Angst vor diesem Buch, aber in diesem Buch geht es um Zeitreisen und auch um eine Liebesgeschichte und es ist halt einfach Susan Wittpenig. Es wird toll werden. Und dann hier unten hätte ich noch Kisses and Lies von Julie Cross. Das ist auch wieder so eine sexy, gefährliche Bad Boy Geschichte. Diese sexy, gefährliche Bad Boy Geschichte spielt an einem Internat und Eleanors bester Freund Simon hat anscheinend Selbstmord gemacht, aber Eleanor ist der festen Überzeugung, dass es kein Selbstmord ist und deshalb möchte sie herausfinden, was wirklich passiert ist und dann gibt es noch diesen Miles. Und Miles ist sexy, mysteriös, arrogant und er stellt genau die richtigen Fragen. Und zwischen Miles und Eleanor knistert es gefährlich und sexy, gefährliche Bad Boy Geschichte. Ich bin dabei.
Das nächste Buch ist Jonah von Laura Newman. Das soll ja auch richtig toll sein und so unglaublich genial. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es irgendwann lesen. Irgendwann werde ich diese außergewöhnliche Geschichte zwischen zwei Menschen, die sich über Genregrenzen hinwegsetzt, lesen. Das nächste Buch ist sozusagen die Subleiche der Subleichen, weil dieses Buch habe ich schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren besitze ich Wer denkt heute schon am Morgen von Denise Diggin und ich habe es immer noch nicht gelesen. Aber es klingt halt einfach nach einer so unglaublich tollen und tiefgründigen und traurigen Liebesgeschichte und auch hier habe ich eine Vorahnung und ich möchte nicht, dass sich diese Vorahnung bewahrheitet, deshalb zögere ich auch dieses Buch hinaus, aber es klingt einfach so gut. Dann das nächste Buch ist Schau mir in die Augen, Audrey von Sophie Kinsella. Ich glaube auch jeder weiß, um was es in diesem Buch geht. Auch das soll eine richtig süße und witzige und humorvolle Liebesgeschichte sein. Und das letzte ungelesene Buch auf diesem Regalbrett ist Amy on the Summer Road von Morgan Matson. Das ist eine Roadtrip-Sommergeschichte und ich liebe Roadtrip-Geschichten. Ich liebe Sommergeschichten, ich liebe Liebesgeschichten. Deshalb wird dieses Buch irgendwann von mir gelesen. Irgendwann wird es von mir gelesen. Dann hätten wir hier oben noch mal meine Sarah J. Maas Bücher. Hier habe ich von Throne of Glass einfach Band 1 und 2 gelesen. Die anderen Bücher muss ich noch lesen. Und ich freue mich schon sehr auf die weiteren Bücher von Throne of Glass, weil diese Saga soll ja einfach mit jedem Band nur besser und besser und besser werden. Und es ist Sarah J. Maas, die Queen des High Fantasies. Deshalb bin ich schon sehr gespannt darauf. Und dann ist hier noch Catwoman. Ich nehme es jetzt nicht raus, sonst fällt hier alles runter. Das ist eine Catwoman-Nacherzählung und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch, weil es ist halt einfach Sarah J. Maas. Und dann hätte ich hier oben noch meine Eva Völler Bücher. Und hier ist die Zeitenzauber-Trilogie. Da habe ich Band 1 gelesen und Band 2 und 3 muss ich noch lesen. Das ist eine richtig coole Zeitreisegeschichte, die in Venedig spielt. Und nebendran steht die Time School Reihe. Das ist das Spin-off zur Zeitenzauberei. Dementsprechend habe ich das noch nicht gelesen, wenn ich die Zeitenzauberei noch nicht gelesen habe. Aber ich freue mich darauf, die Zeitenzauberei weiterzulesen und dann die Time School-Reihe zu lesen. Weil ich finde Eva Völlers Bücher einfach toll. So, und das wären sie, glaube ich, auch tatsächlich. Alle meine ungelesenen Bücher. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr schon irgendein Buch davon gelesen habt, wie ihr es gefunden habt, was eure ungelesenen Bücher sind. Und wie jedes Mal hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!